Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden? Voilà. Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Haitham wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von... Der geht auch gebückt immer, ne? Der ist richtig so... ...tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Der wird ein Problem haben im Alter. Aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Bastian sagt, dass du Paladin Fulke kennst. Wo ist das? Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Ava wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Ava. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust. König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen, um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Warum tötest du ihn nicht im Geheimen und ersuchst Elfred um den Sitz? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Volkanstan gibt es den besten Fisch in Wessex. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkanstan. Volkanstan? Ja, Volkanstan. Warte mal. Nur den Schlüssel eigentlich, ne? So, der ist aber wieder für mehrere... Ne, komm, Arsch lecken. Da unten. Mal schnell reise dahin und spring dann unfix rüber. So, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Also wieder rette den, tu dies, mach das. Schön schlafen. Das wäre es jetzt dann nochmal. Solltet ihr jetzt übrigens auch. Es ist abends. Spätabends. Bogen bereit machen! So. Ich weiß ja, was anlegen. Segel setzen! So. Weniger Segel!
Zack, komm, spring. Hallo, hallo, fertig. Hallo. So, da hinten ist er. Gehen wir durch, Misstrauensgebiet. Ich mich hier lieber vermummen. Ja, hat sie schon gemacht, sehe ich gerade. Jups. Wenn Elfrids Gesandter hier einige Tage verbrachte. Weiß vielleicht jemand, wohin er ging? Oh, hallo. Reitausbildung? Du kannst einen Reiter ausbilden lassen, um deine Fähigkeit zu schalten und so. Ein Reiter lernen das Schwimmen. Als wärst du zum Reiten geboren. Geschwindigkeit. Das ist der alte Reiter, wird verbessert. Ihren Höhepunkt. Nehmen wir mit. So. Da habe ich jetzt mein ganzes Geld. Nee, Laden ansehen. Stallenfuhr ist hier. Ach, das sind die verschiedenen Raben, die ich dann nehmen kann, ne? Wie die blaut die Kosten? Alter, das kostet. Was kostet. Also, ja, ja, ich wollte mal kurz hinladen. Abla. Das kostet was. Das Aussehen kostet was. Okay, das lassen wir. Danke. Nun muss ich gehen. Ja, muss ich gehen, dankeschön. So. Bringt doch nichts, das Aufsteigen. Lass mich in Ruhe. Ist auch niemand irgendwie im. Clint, ich muss auf die andere Seite. Können wir auch mal reden jetzt mit irgendeinem? Sag mal, ist das verbuggt oder was? Ich kann nicht reden. Hallo? So, hier er. Das Spiel denkt noch, ich bin noch in der Diskussion mit der anderen. Jetzt. Bleib mir vom Leib, Fremde. Okay, danke schön. Vielleicht hat das es beendet. Ja. Du bist hier nicht willkommen. Ich hörte, er wurde von den Dänen gefangen und zu Assas Herz. Alter Mann, Jogol besoff sich. Ich habe keine Zeit für dein Gezwitscher. Ich bin beschäftigt. Geh. Alter, gleich mache ich ja Metzelei, das sage ich euch. Mir ist nicht nach sinnlosem Gerülpse. Wähle deine Worte mit Bedacht. Du wählst deine Worte mit Bedacht? Was weißt du über Elfrids Gesandten? Natürlich. Ich bin Lehrling eines berühmten Spottstreiters, des stummen Mönchs. Fordere mich doch heraus. Bald nennst du mich Wortgott. Dein Geist wird vernebelt. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Elfrids Gesandter. Wo? Er und der Bade tauchten bei der Brücke ins Gebüsch ab. Trieben weiß Gott was. Es klang, als würden sie eine Katze häuten. Sangen sie? Wenn du es so nennen willst. Bist du nüchtern? Du hast
schönes Haar. Es schimmert wie gewirkte Seide. Ich habe keine Zeit für Schmeicheleien. Ich suche Alfreds Gesandten. Der einzige Mann Alfreds, den ich kenne, ist Orwin der Breite. Und der ist wo? Habe ich seit Jahren nicht gesehen. Liegt sicher irgendwo besoffen rum oder tot. Warum nennt man ihn wohl Breit? Wegen seiner breiten Schultern? Das sagt man doch nur so, Grundgütiger. Ja, wow. Meine Schwester sagte, sie wären alle groß und stark. Leben uns. Mich sühnen. So, du aber jetzt, ne? Ja. Versuchst du Fliegen zu fangen oder wolltest du mich was fragen? Ich suche einen Mann. Verpiss dich. Gewinn Sportstreit. Ich hab nicht gehört, mal. Und die Leute sind dich leid. Unglaublich. Wache! Meine Dänen! Heiligen, bewahrt mich! Helft mir! Diese Dänen plant meinen Tod! Eine Dänen! Rutsch mir nach! Ich schicke dich in die Heidenhölle! Ja, wer ist ungünstig gerade? Ich weiß. Oh nö, oh nicht das schon wieder. Nein. Wait a minute, das Spiel hat sich wieder aufgehangen. Ja. Das ganze Spiel hat sich wieder aufgehangen. Ah, das ist eine Jetzt könnt ihr mal live erleben, was der King sie macht. Nicht ausrasten, ruhig sein. Aber so sind die Aufnahmen immer komplett zerstört, unterbrochen. Ja. Danke für den Abbruch, synchronisierte Spielstände, Dankeschön. Also so viel zu einem polierten Spiel. Einem interessanten, überarbeiteten Spiel. Mag man es gar nicht anders sagen. Jetzt seht ihr dafür gleich einfach nochmal das Intro. Ich fackel nicht lang, es ist immer so ein One-Cut-Dings, das Bumm. Ja, ich mach's mir damit einfach, ich weiß. Aber das soll es auch sein. Dafür ist es gedacht, damit ich hier nicht 10 Jahre... ne, ihr wisst. Gesundheitsschutz. Ich frage mich aber, warum ihr das jetzt noch nicht seht. Die Frage ist, nächstes Mal bezahle ich lieber Gold, damit ich dieser Quest aus dem Weg gehe. Wenn das denn noch so ist gleich, ne? So ein eigenes effektive Werk, weil er vom multikulturellen Team angegangen, verschiedene Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen. Ein Regler produziert. Das heißt, man sollte es nicht zu ernst nehmen auf Dauer. Mixen. Fähigkeiten Punkte. Wenn du gewisse EP-Energie einen Fähigkeiten mit. Wenn du gewisse EP-Schwellenwerte überschreitest. Also die Wachen eben sind teilweise sehr gut zu machen, nur eben immer der Boss dann mehr oder weniger nicht. Okay, gut. Das ist also. Scheiße. Ja.
Sollten wir mal da nochmal rein? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Nur wie komme ich da durch? Sie wurde wohl verriegelt. Ja, und da wartet eine Person auf mich. Von oben. Das Gefühl, ich muss meine Fackel zünden. Ich muss auf die andere Seite. Brennt bei dem Loch wahrscheinlich auch nicht so wirklich, ne? Geil, alle gehen raus. Okay, da oben ist wahrscheinlich nichts, ne? Nicht sogar schon geplündert? War das nicht das, was ich geplündert habe? Ich glaube ja, ne? Ups. Ich hoffe nicht, dass deswegen irgendwelche Quests verändert habe, aber eigentlich ja nicht. So, ich habe noch die eine Blase da hinten. Wieso bin ich so blind, so blöd zu verstehen? Stehen? Wie komme ich da an ihn ran? Lol. Ist dein Ernst? Wer bist du? Was lungerst und trödelst du hier rum? Ich suche jemanden. Trali, trala. Wenn du lieber meine Klinge spüren... Das weiß ich zu schätzen. Gewalt... Du bist ein seltsamer Kaut. Das habe ich. Er besoff sich mit diesem Barden... Schwerer als es... Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Gut. Dass ich da durchpasse, war mir nicht bewusst. Dankeschön. Das wird wieder eine Weile dauern. Ach, guck mal an, wer da wieder kommt. Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Hat jemand meine Hosen geklaut? Du da, lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trotte die Trott, Trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir dein Huger zurück. Nö, nö. Wie soll ich den denn ausnüchtern? Oh Mann, warum denn immer ich?
kalt wie der Busen einer Drohne. Mhm. Ja. So, warte, ich muss. Warte, nee, warte mal. Wie ist die Steuerung? So, ja, kann ich ihn nehmen? Nein, ich. Ach, das Spiel denkt, dass er nicht drauf. Hä? What the? Was ist denn schon wieder hier los? Oh, ey, kann das Spiel einmal nicht so verbuggt sein? Bitteschön. Ups. Papier. Ich schicke dich in die Heidenhölle. Alter. Das war's für ihn, ne? Ja. Lol. Wie steht ihr? Dieses Spiel. Du kannst mir sagen, was du willst. Es ist. Bist du der Gauen der Löwenzahn. Die Samen meiner Sagen gleiten auf den Winden von West Saxe. Warum aber trittst du Esel mir gegen den Kopf? Du und Alfreds Gesandter war zusammen in der Schenke. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. In deiner Hand? Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfem? Ist ja gut. Klingt besser, finde ich geil. Nötig sein. Du bist sehr überzeugend. Er sagte, dass ich... Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seherin des Offensichtlichen. So. Jetzt gehen wir doch wieder auf die Jagd. In 2400 Metern willst du mich verarschen? Wo ist er? Da unten. Da unten. Okay, gut. Machte sich zur Dorfrassfeste an der Südostküste auf. Da haben wir jetzt ein bisschen was vor uns. Wir machen mal hier kurz eine Pause. Ich reite mal zwischendurch. Und wir sehen uns dann in ein paar Kilometern. Gute Nacht.